Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge VdK gibt dir Recht. Ich bin Ronny Hübsch, Jurist beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg und heute geht es bei uns um den behindertengerechten Umbau einer Mietwohnung. Es kann jeden von uns auch plötzlich treffen, nicht erst im Alter. Eine schwerwiegende Erkrankung oder ein Unfall kann zu Beeinträchtigungen führen, bei denen Treppen zu unüberwindbaren Hindernissen werden. Die Notwendigkeit der Nutzung eines Rollstuhls zieht beinahe zwangsläufig wohnliche Probleme mit sich. Wer verfügt schon über einen Fahrstuhl oder Treppenlift, breite Türen oder bodentiefe Duscheingänge? Barrierefreie Wohnungsumbauten im eigenen Heim sind schon Herausforderungen genug. Die Finanzierung von Umbaumaßnahmen decken sich selten vollständig mit den Zuschüssen, die über die Pflegekasse zu bekommen sind. Noch schwieriger wird es, wenn Sie in einer Mietwohnung leben, denn hier hat die Vermieterin oder der Vermieter natürlich auch noch ein Wort mitzureden. Deswegen möchte ich Sie hier über Ihre rechtliche Situation als Mieterin oder Mieter aufklären. 2011 wurde der Paragraph 554a im Bürgerlichen Gesetzbuch, kurz BGB, eingeführt. Zunächst einmal ein Fortschritt. Das Gesetz erlaubt es Mieterinnen und Mieter mit Behinderungen, von ihrer Vermieterin oder ihrem Vermieter Zustimmung zu einem behindertengerechten Umbau der Wohnung zu fordern. Auf eigene Kosten, versteht sich. Grundsätzlich sind die geforderten behindertengerechten Umbaumaßnahmen jedoch bei Auszug durch die Mieterin oder den Mieter wieder zurückzubauen, da sie das Eigentum der Vermieterin oder des Vermieters beeinträchtigen. So zumindest der Gesetzgeber. Dennoch kann die Vermieterin oder der Vermieter zusätzliche Sicherheiten dafür verlangen, dass sie oder er auch beim unterbliebenen Rückbau durch die Mieterin oder den Mieter nicht auf dem umgebauten Zustand sitzen bleibt. Sollte eine Vermieterin oder ein Vermieter dies verlangen, wird meistens eine Kaution oder Bürgschaft eines Dritten hinterlegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Mieterin oder der Mieter in jedem Fall einen Anspruch auf die Zustimmung ihres oder seines Vermieters für einen behindertengerechten Umbau hat. Es hat eine umfassende Interessenabwägung zwischen den von der Umbaumaßnahme betroffenen Interessen aller Beteiligten zu erfolgen. Im Streitfalle wird diese Abwägung ein Gericht treffen müssen. Komplizierter wird es, wenn es sich um eine Mietwohnung in einem größeren Gebäude handelt, in dem sich mehrere Mietwohnungen befinden, mit möglicherweise sogar unterschiedlichen Vermietern eine sogenannte Wohnungseigentümergemeinschaft, kurz WEG. Hier sind sowohl die Interessen der anderen Mieterinnen und Mieter zu berücksichtigen, als auch gegebenenfalls der anderen Vermieterinnen und Vermieter. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn zum Beispiel auch andere Wohnungen oder das Gemeinschaftseigentum von den Umbaumaßnahmen betroffen sind, beispielsweise durch den Einbau eines Lifts im Treppenhaus oder eines Außenaufzugs. Die Abwägung, ob einer baulichen Maßnahme zugestimmt wird, orientiert sich an objektiven Umständen. Das sind zum Beispiel Art, Dauer und Schwere der Behinderung auf der einen Seite, Umfang, Dauer und Ausmaß der baulichen Maßnahme auf der anderen Seite. Fällt die Abwägung für die Interessen der behinderten Mieterin oder des behinderten Mieters aus, so hat er gegen ihre Vermieterin oder seinen Vermieter einen Anspruch auf Zustimmung zu der behindertengerechten Umbaumaßnahme. In der Regel sind die Interessen der Mieterin bzw. des Mieters mit der Behinderung derart schwerwiegend, dass ein Umbau nur sehr schwer verweigert werden kann. Aber nicht nur in Mietwohnungen können notwendig gewordene Umbaumaßnahmen zu Problemen führen. Auch als Wohnungseigentümerin oder Eigentümer kann es herausfordernd werden, wenn die Wohnung zu einem Komplex einer Wohnungseigentümergemeinschaft gehört. Denn bis 2020 bedurfte es der Zustimmung der WEG, wenn bauliche Maßnahmen in das Gemeinschaftseigentum eingriffen. Hier sei wieder an das Beispiel Treppenlift oder Außenaufzug erinnert. Jedoch gab es auch hier eine Gesetzesänderung zugunsten behinderter Eigentümerinnen und Eigentümer. Zum 1. Dezember 2020 ist die Reform des Wohneigentumsgesetzes in Kraft getreten. Das Gesetz wurde zugunsten behinderter Menschen modernisiert und erleichtert jetzt auch barrierefreie Umbaumaßnahmen. Mit der Novellierung werden die Rechte von Menschen mit Behinderungen gestärkt, die Durchsetzung baulicher Maßnahmen erleichtert und die Kostenverteilung neu geregelt. Jede Wohnungseigentümerin und jeder Wohnungseigentümer erhält damit im Grundsatz einen Anspruch darauf, dass ihr bzw. ihm auf eigene Kosten der barrierefreie Aus- und Umbau gestattet wird.
Die Beschlussfassung über die baulichen Veränderungen wird vereinfacht, insbesondere für Maßnahmen, die die Wohnanlage in einen zeitgemäßen Zustand versetzen. Zusätzlich fällt allerdings auch die in einer WEG sonst übliche anteilige Kostenverteilung bei den barrierefreien Umbaumaßnahmen weg. Stattdessen kann und muss der oder diejenige, der oder die die Maßnahme fordert und auch braucht, die Kosten alleine tragen. Zusammenfassend ist zu sagen, dass es noch junge Gesetze sind, die die rechtliche Situation von Menschen mit Behinderungen stärken, wenn es um den behindertengerechten Umbau ihrer Wohnung geht. Eine gewisse Ungewissheit in der erforderlichen Interessenabwägung ist daher leider noch vorhanden. In den folgenden Jahren werden die Gerichte gewisse Handreichungen und Urteilen geben. Tatsächlich ist es aber so, dass die Umbauten in der Regel zu einer Wertsteigerung der Immobilie führen und demnach nur selten mit ernstem Widerstand gerechnet werden muss. Immerhin sind barrierefreie Wohnungen allein aufgrund der demografischen Situation immer gefragter. Zu guter Letzt ein Hinweis. Wenn Sie Themen aus dem Bereich Sozialrecht haben, die Sie hier gerne mal erklärt haben möchten, dann schreiben Sie uns Ihre Ideen und Anregungen gerne einfach an die E-Mail feedback@vdk.de. Ansonsten, wenn Ihnen das Video gefallen hat, wir freuen uns über jeden Daumen hoch. Damit komme ich zum Ende unseres heutigen Kurzvideos. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.